Naja. Die Verwundeten werden erstmal ersetzt durch frische Rekruten. Futter für die Massen. Bis jetzt alles gut. Bis jetzt läuft alles super. Verwundet ist in Ordnung. Sollen sie sich kurieren? Schwer verwundet, verwundet. Fallout da. Wird sich auch erstmal hin auf die Krankenstation setzen. Widerlegen. Was haben wir hier? Revitalisierungsprotokoll. Schicke einen Gremlin, um einen Verbündeten, um negative mentale Effekte zu entfernen. Desorientiert, betäubt, in Panik oder bewusstlos. Das ist ziemlich gut. Übernahmeprotokoll. Du kannst robotische oder mechanische Feinde mit deinem Gremlin für einen Hackversuch anvisieren. Auch geil. Aber ich habe Angst. Aber es geht nicht unter Gedankenkontrolle, das zählt dazu nicht. Aber desorientiert, betäubt, in Panik und bewusstlos. Hm. Ja. Wir werden hieraus einen Kampfsanitäter machen. Das heißt, hier gehen wir mehr auf Heilung. Bei der Kollegin. Die ist auch schwer verwundet, dauert 8 Tage, bis sie wieder gesund ist. So, hier nehmen wir das Gefechtsprotokoll. Mit ihr sind wir offensiv. So, Corporal Hill. Unser Gunner. Beförderung. Sprengschuss. Schieße einen Kugelhagel auf die Deckung eines Zieles, um sie stark zu beschädigen oder zu zerstören. Fügt dem Ziel selbst keinen Schaden zu. Oder Unterstützungsfeuer. Das ist gut. Das nehme ich gerne, also das ist für mich Unterdrückungsfeuer, aber nicht Unterstützungsfeuer, sondern eher Unterdrückungsfeuer, um den Gegner zu suppressen. Das nehmen wir. Sehr schön. Jetzt haben wir auch einen neuen Namen. Pickle ist frei. Gesichtslosen Autopsie. Ja, die werden wir auch unter vornehmen. Und Betäubungslanzenträger Autopsie. So, na gut. Hast du ja lange geschrien? Ändern wir das ganz kurz. So, Tickle ist der zweite und Gizmo haben wir. Also wir haben einen auf jeden Fall zu vergeben. Einen Namen. Individualisieren, Charakterinfo. So, Spitzname. Spitzname Snowman. Dann haben wir noch einen. Ja, schon erzählt, ne? Du willst eine Augenklappe haben. Accessoires. Annele. So. Geben wir ihr noch hier eine Augenklappe, wie du es haben wolltest. Und eine Zigarre im Mund. Und bei Fallout entfernen wir die Zigarre. So, wollen wir Fallout hier. Fallout möchte keine Zigarre haben. Ah, ne, ist das in Ordnung? Das ist was. Zigarre entfernen wir. Ich bin der Taliban. Kann man jeden Chart komplett individualisieren. Und wenn sie sterben, war alles erreicht, bis dato umsonst. Ja genau, wenn sie sterben, sind sie halt tot, ne? Wenn sie sterben, sind sie tot. So, wir haben jetzt noch einen. Einen Spezialisten. Ja, ich weiß, wen wir da immer nehmen. Entscheide ich das mal. So. Jetzt Name Kroko.
haben auch echt nur Frauen, ne? Die haben wirklich nur Frauen. Was haben wir denn alles hier? Eine Hippie-Brille. Monokel. Was passt zum Kroko? Lippenpiercing kann man so nicht sehen. Dunkle Sonnenbrille. Ja, die nehmen wir. Kopfbedeckung. Ja, das ist super. Das ist Kroko. Ob es eine Frau ist, weiß man nicht. Kann man nicht erkennen. Und ist nicht am Gesicht. Das ist Kroko. So, Leute. Wir machen eine ganz kleine Pinkelpause. Geht aber dann sofort weiter. Nur eine ganz kleine Pinkelpause. Bis gleich. Fangen eine wichtige Übertragung, Commander. Bringe sie auf den Bildschirm. So, wir machen auch einmal weiter. Genau, Gretel Großer. Und wir müssen doch unbedingt einen Charakter dann Fanny Schmeller nennen. Das wird auch richtig lustig. Wir machen auch weiter. Ich blende mich gleich wieder ein. Übertragungen annehmen. Sie haben im letzten Monat deutliche Fortschritte gegen die Aliens erzielt, Commander. Ich hoffe, dass Ihre fortdauernden Bemühungen weiterhin erfolgreich sind. Also auch hier so ein Lagebericht immer hier. Monatlicher Widerstandsbericht. Und monatliche Vorratseinnahmen 165, sehr gut. Commander, uns liegen Informationen vor, dass die Aliens an verschiedenen Entwicklungen arbeiten, die unsere Möglichkeit zum Stoppen des Avatar-Projekts gefährden. Wir können eine dieser Bemühungen mit Guerilla-Einsätzen stören, aber wir müssen mit Bedacht wählen. Uns fehlen die Mittel, um überall einzugreifen. Warum ist das Datum in Englisch? Weil ich dafür eine Software nutze, die nicht auf Deutsch ist. Lieber Texor. Ich dafür eine Software nutze, die nicht in Deutsch ist. Schnelleinsatz in Vorbereitung. Die Aliens verbessern ihre Routinen zur Bekämpfung von Bedrohungen und garantieren so einen Monat lang Verstärkung bei allen Guerilla-Einsätzen. Das allerletzte, was wir brauchen, sind noch mehr Advent-Einheiten, jetzt angreifen. Regierungspanzerung ist auch in Vorbereitung. Aber hier steht, es ist ein Schnelleinsatz. Kann ich mich entscheiden? Kann ich... Plakate, ja? Der Widerstand hat ein geheimes Ressourcenlager vor Advent versteckt. Leider so gut, dass wir über das Gebiet fliegen und es vollständig scannen müssen, wenn wir das Zeug für uns bergen wollen. Versuchen wir mal. Berechnet neuen Kurs. Commander, nach jüngstem Erfolg. Okay. Versuchen. Wir haben das Vorrat noch nicht vollständig. Würde ich abbrechen. Nein. Ich war nicht da. Ist doch auch schlimm, wenn ich hier mehrere Sachen hinkriege. Hitzesignatur. Wir waren ja hier noch. Einsätze. Na gut, machen wir hier weiter. Wir haben das Vorrat noch nicht vollständig gescannt. Was hat das zu bedeuten? Vorratslieferung. Warten wir halt. Alien-Trümmer weggeräumt.
Haben wir noch genug Kohle? Müssten wir eigentlich haben, ne? Können wir das entweder in den Testbereich bauen? Oder eine Kommunikationszentrale? Testbereich. Ja, von mir aus brauchen wir das. Ich fange mit den Arbeiten an der neuen Einrichtung an, Commander. Ich melde mich, wenn sie bereit ist. Rebecca Greeny. Steigert das Bautempo 50%. So. Haben wir denn noch einen? Guerilla Taktikschule. Schaltet zusätzliche Fähigkeiten und Vorteile für unsere Soldaten frei. Darunter auch die Erhöhung der Anzahl der Soldaten. Ah, das ist sowas wie die normale Dingsschule. Energierelays. Wie viel Strom haben wir denn noch? Wir könnten das noch bauen, würde ich sagen. Das würde noch gehen. Und danach müssten wir Energierelays bauen. Machen wir das. Unsere Energiesysteme arbeiten am Limit und haben keine freien Kapazitäten mehr, sodass wir unsere Einrichtung nicht weiter ausbauen können. Ja, ich weiß. Aber hiermit, wenn wir hier einen Ingenieur noch haben, die ist gerade beschäftigt. Wenn sie fertig ist, dann können wir hier noch eine Energierelays bauen. Okay, machen wir weiter. Horas-Lieferung. Widerstandstruppen sind bereit für die Kontaktaufnahme. Ja, ist gut. Diese Ergebnisse könnten sich als kritisch für unsere Bemühungen erweisen, Commander. Forschung abgeschlossen. Die rasante körperliche Evolution des Sektoiden im Lauf der letzten 20 Jahre bezeugt sowohl die Expertise der Aliens im Bereich der Gentechnologie als auch ihr Streben nach Fortschritt, ungeachtet aller Risiken. Weiter. Neuer Gegenstand verfügbar. Vielleicht ein Gedankenschild. Ja, ich weiß nicht. Ja, das nimmt wieder den Slot ein einer Handgranate. Dann würde ich lieber Rüstungen haben, die mich davor schützen. Ja. Ich würde sagen, wir scheißen darauf, wenn wir übernommen werden. Wir müssen halt nur schnell genug den Sektuin töten. Modularwaffen. Widerstandsfunk. 6 Tage, 2 Tage. 3 Tage. Ja, wir gehen jetzt noch Modularwaffen. Wir werden sofort mit den Arbeiten beginnen, Commander. Sie hören von mir, wenn der Bericht verfügbar ist. Wunderschön. Weiter geht's. Horas Lieferung. Wir haben an dieser Position alle Ressourcen angesammelt. Der Widerstand sollte uns in ein paar Wochen weitere Vorräte liefern. Sehr schön. Setze Kurs auf Sektor 13. Südafrika. Commander, zur Unterstützung Ihrer Bemühungen stehen Ihnen zusätzliche Ressourcen und zusätzliches Personal im Widerstandshauptquartier zur Verfügung. Würde ich sagen, testen wir das mal, neues Personal rekrutieren. Wir könnten was kaufen. Wir haben 63 Vorräte. Scan-Bonus Schnellbau. Widerstandsfreiwillige helfen beim Bau und Freiräumungsprojekten, während die Avenger diese Position scannt und reduzieren so die erforderliche Bauzeit. Dass sich Personen schneller von den Verletzungen, das finde ich besser, wenn sich unsere Soldaten schneller von Verletzungen erholen. Schneller heilen. Ja, beim Verstreichen dieser Zeit. Aber eigentlich wollten wir weitermachen. Ja, wenn ich jetzt einfach Zeit verstreichen lasse, dann mache ich hier nicht weiter. Aber unsere Soldaten werden schneller geheilt. Wie sieht das aktuell aus? Wie lange brauchen die denn noch? Wie lange brauchen unsere Leute noch, die verwundet sind? Soldaten anzeigen. 4 Tage, 5 Tage, 10 Tage. Er ist sogar erschüttert. 4 Tage. Andersrum, wir müssen noch neue Rekruten hochkriegen. Ich würde sagen, wir machen ruhig weiter. Wir machen weiter. Wir nehmen neue Rekruten mit. Ist ja dann schwerer, aber es sollte man hinbekommen. Setze Kurs auf den ostafrikanischen Sektor. Ne, wir brauchen neue Rekruten, braucht das Land.
müssen ja auch aufsteigen. So, scannen. Ich habe eine Reihe interessanter Entdeckungen gemacht, Commander. Codename Tüftler. So, Waffenverbesserung verfügbar. Commander, durch die Erforschung der Advent-Modularwaffen können wir ihr System für unsere eigenen Zwecke rekonstruieren. Im Einsatz gefundene Waffenverbesserungen können die jetzt direkt auf die Waffen unserer Soldaten aufgesetzt werden und liefern taktische Boni. So, Widerstandsfunk. Magnetwaffen. Magnetwaffen, aber 19 Tage ist lange. 3 Tage, 3 Tage, 5 Tage. Nehmen wir noch die Autopsie. Da meine chirurgischen Erfahrungen recht begrenzt sind, ist die Mannschaft sicher dankbar, dass ich an gefallenen Advent-Soldaten übe, bevor ich unsere Verwundeten versorge. Für den Laien sehen die gewöhnlichen Advent-Soldaten wie Menschen aus, aber die Aliens haben den offensichtlichsten Unterschied zum Menschen mithilfe eines geschickt gestalteten Helms verborgen. Dass sie das mal nackig machen, ja? So. Grabschen die da durch die Rüstung durch? Vielleicht sollten wir jemand anderen finden, der die Avenger fliegt. Ich werde... Warte mal ganz kurz. Wieder eine Menge Zeit vergangen, wir speichern einmal. Sicher ist sicher. Untersuche die Advent-Geheimeinrichtung. Machen wir. Commander, wir haben den Kontakt zum lokalen Widerstand hergestellt und können die Advent-Geheimeinrichtung auf ihren Befehl hin angreifen. Unsere Truppen sollten vollständig ausgerüstet und bereit sein für diesen schweren Einsatz. Die Einrichtung ist sicher gut bewacht. Wir sind einsatzbereit, wenn Sie es sind, Commander. Ich habe unsere Ziele aktualisiert. Und wir haben nur Rookies dafür. Ja. Operation Eiskalter Hund. Das ist jetzt die Geheimeinrichtung. Vielleicht wäre das ein Einsatz, wo wir nicht unbedingt mit Rookies hingehen sollten. Ja, das sieht schon sehr, sehr mysteriös aus hier. Hitzesignatur. Widerstandskontakte. Haben wir denn Einsätze? Nur die, ne? Ja, wir haben nur den als Einsatz. Ich würde sagen, da gehen wir hin, wenn unsere Soldaten ausgerüstet sind. Ich würde ganz gerne normale Einsätze noch mit Rookies machen wollen. Gehen wir mal hier kurz zur Hitzesignatur. Wenn das wirklich so ein schwerer Auftrag ist, dann machen wir das mit den richtigen Leuten. Commander, wir empfangen eine Übertragung von höchster Priorität. Sie scheint vom Widerstand zu stammen. Ich stelle sie... Hallo, Commander. Ihre jüngsten Aktivitäten sind Advent nicht entgangen. Unsere ungebetenen Gäste sind in Bewegung. Advent verwendet einiges an Ressourcen und Personal auf geheime Produktions- und Forschungseinrichtungen auf der ganzen Welt. Die genauen Details dieser Operationen sind streng geheim. Aber sie alle haben eins gemeinsam. Ein Wort taucht in all ihren Dateien auf. Avatar. Ich glaube, dass die von uns entdeckte Geheimeinrichtung nur ein Teil dieses Avatar-Projektes ist. Nach allem, was ich in Erfahrung bringen konnte, ist es in Wahrheit um einiges größer. Dieses Projekt wird von der obersten Riege von Advent gesteuert. Von einer Quelle, die ich noch nicht bestimmen konnte. Alle Versuche, ihre Identität zu ermitteln, sind gescheitert. Es wird Zeit für eine direktere Herangehensweise. Auch wenn wir die genaue Natur dieses Avatar-Projektes nicht kennen, können wir es trotzdem stören. Wir müssen diese Geheimeinrichtungen mit Hilfe lokaler Widerstandszellen ausrotten. Stören Sie die Aktivitäten des Feindes und decken Sie die Wahrheit auf. Finden Sie die Quelle des Avatar-Projekts und vernichten Sie sie. Sollte der Feind mit seinen Bemühungen erfolgreich sein, wäre das sicher unser aller Ende. Ich vertraue darauf, dass Sie alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um diese Bedrohung zu eliminieren, Commander.
Klingt. Wir den Fortschritt der Aliens bei diesem Avatar-Projekt. Wenn sie beenden, was sie angefangen haben, wäre das wohl unser aller Ende. Na super. Wir müssen unsere Primärziele erfüllen, um die Quelle des Avatar-Projekts ausfindig zu machen. Avatar-Projekt. Was auch immer das bedeutet. Drei Punkte von irgendwas. Düste Ereignisse. Nächster Vergeltungsschlag ist in 4 Wochen geschätzt. Aktive düste Ereignisse zeigen. Bevorstehende. Okay, das Bevorstehende. Düstere Einsätze werden die genannt. Das haben wir als einzigen Einsatz da. Na, wir warten noch. Neue Ziele erhalten. Guerilla-Einsatz. Wir haben neue Ziele für unsere Guerilla-Einsätze gegen Advent zusammengestellt, Commander. Ziele prüfen. Commander, aufgrund der Vielzahl von Kontakten, die wir hergestellt haben, erhalten wir Unterstützungsanfragen von mehreren Orten auf der Welt. Leider reichen unsere Ressourcen nur aus, um einer dieser Anfragen nachzukommen. Die Entscheidung okay, das ist auch bekannt. Das ist bekannt. Zerstöre das Alien-Relais. Oder schütze das Gerät. 163 Vorräte. Ah, jetzt kann man sehen, was behindert das düstere Ereignis? Die Legierungspanzerung. Oder die Verstärkung bei allen Guerilla-Einsätzen. Ja, ich würde sagen, wir halten die lieber auf. Sollen sie ruhig mal Rüstung haben. Beschütze das Gerät. Kriegen wir das hin? Wir beschützen das Gerät. Auf Ostafrika. Wir nehmen Rekruten dafür. Alter, haben wir Sido dabei? Die sehen ja witzig aus, die Leute hier. So, Snowman ist auch dabei. Snowman ist dabei. Hoffen wir, dass er nicht verletzt wird. Ich würde sagen, es passt alles so. Ich würde sagen, wir rüsten eine Person aus mit einem Medipack. Wenn es schief gehen sollte. Waffenverbesserung. Mehrlader. Kostenlose Sofortkills. Nehmen wir, oder was? Zielfernrohr. Haben wir sogar zweimal. Geil. Waffenfarbe. Man kann sogar die Waffenfarbe verändern. Wie geil ist das denn? Na, da haben sich was einfallen lassen. Gefällt mir. Da haben sich was einfallen lassen, ja? Finde ich gut. So. Du bekommst ein Medipack. So. Bearbeiten. Waffenverbesserung. Auch ein Zielfernrohr. So, und du bekommst hier eine Chance von 5%, das Ziel ungeachtet seiner TP sofort zu töten. Die Musik, Alter. Und Sido, was geht bei dir? Erstmal eine andere Haarfarbe, würde ich sagen. Wunderbar. Wir ziehen los. Das war Geralt von Riva. Jetzt, wo du es sagst. Der Geralt. In Position für den Einsatz.
Los geht's. Der Widerstand in diesem Gebiet über eine provisorische Anlage kritische Daten des jüngsten Alien-Projekts aus dem Advent-Netzwerk. Aber die Aliens haben scheinbar Wind davon bekommen und schicken Verstärkungen, um das Gerät zu zerstören. Wir greifen ein, um das Gebiet zu sichern und das Gerät zu schützen, bevor sie es zerstören können. Ich lese schon überall, wo Gerät steht, Geralt. Geralt beschützen.